Bienvenido a México. Auf kein Spiel habe ich mich dieses Jahr so sehr gefreut wie auf Forza Horizon 5. In diesem Video schauen wir uns an, wie gut oder wie schlecht das Ganze auf der Series S aussieht. Viel Spaß dabei. Servus Leute, ich bin Slip and Jimmy und auf meinem Kanal dreht sich alles rund ums Gaming. Wenn du dich also dafür interessierst, dann lass doch am besten jetzt gerne ein Abo da und ansonsten starten wir nun direkt mit Forza Horizon 5 auf der Xbox Series S. Let's go! Wie in allen Forza Horizon Teilen dreht sich auch in Teil 5 alles rund um das Horizon Festival. Ihr werdet hier diesmal nach Mexiko eingeladen und habt hierbei die Möglichkeit, gleich zu Beginn euren Charakter zu erstellen und können diesen auf vielfältige Art und Weise anpassen. Ihr könnt ihm eine Stimme geben, was ganz neu ist in Forza Horizon 4. War das noch nicht möglich, beziehungsweise hat euer Avatar auch noch nicht mit den NPCs interagiert. Nachdem ihr dann euren Wunschcharakter erstellt habt, habt ihr die Qual der Wahl. Ihr könnt auch hier wieder zwischen drei verschiedenen Autos zu Beginn auswählen. Zur Verfügung gestellt wird euch gleich eine Corvette, ein Ford Bronco und ein Supra. Danach geht es dann los in die riesige Spielwelt. Die Map von Forza Horizon 5 ist nochmal um einiges größer geworden, als sie es schon in Forza Horizon 4 war. Hier könnt ihr euch richtig austoben und sowohl Offroad als auch Straßenrennen fahren. Stichwort Straßenrennen, hier bekommt ihr ganz neue Autos, wie zum Beispiel den Porsche Taycan oder auch ganz neu den Mercedes AMG Project One. Neben den Straßenrennen könnt ihr natürlich, wie gesagt, auch Offroad-Rennen fahren. Und hier habt ihr unter anderem die Möglichkeit, bei Schnee zu fahren, mitten durch Sandstürme, was auch ganz neu jetzt mit Mexiko hinzugefügt wurde. Und so könnt ihr wirklich die ganze Spielwelt, sei es jetzt eben auf diesem Vulkan oder aber eben mitten in der Wüste, am Strand, im Dschungel, mit dynamischem Wetter und Tag- und Nachtwechsel erleben. Außerdem gibt es viele verschiedene Aufgaben, die ihr wahrnehmen könnt, wie zum Beispiel den Abtransport von alten Fahrzeugen, die ihr dann aufbereiten könnt und eurem Fuhrpark hinzufügen könnt. Natürlich gibt es auch wieder Gefahrenschilder, Blitzezonen, Driftzonen und vieles mehr, was euch den Alltag in Mexiko versüßen wird. Nachdem bereits Forza Horizon 4 verdammt gut aussah, legt Forza Horizon 5 hier nochmal eine Schippe drauf. Das, was hier geboten wird an Automodellen, an der Umgebung und gerade den Licht- und Wassereffekten, ist einfach phänomenal. Auch auf der Series S sieht das Ganze verdammt gut aus. Und bis auf wenige Ausnahmen, in denen hier und da mal im Hintergrund ein Baum aufploppt oder eben ein Busch nicht ganz gerendert ist, sieht das wirklich sehr, sehr gut aus. Was allerdings weniger gut aussieht, sind mal wieder die Charaktermodelle. Aber hier muss man ganz klar sagen, dass der Fokus natürlich auf den Autos liegt. Und die sehen einfach gerade im Detail verdammt gut aus. Schaut euch einfach mal diesen Toyota Supra an, wie krass der Lack sich spiegelt und wie realistisch das Ding einfach direkt hier im Showroom aussieht. Auch die Spielwelt und Umgebung sieht richtig gut aus. Sand sieht sandiger aus, Gras grasiger und Büsche büschiger. Es sieht einfach richtig fantastisch aus und macht richtig Spaß beim Spielen, die Welt zu erkunden. Dennoch muss ich nochmal erwähnen, dass beim Zocken ständig auch wieder aufploppende Texturen zu erkennen sind und hier und da schwankt das Grafiklevel tatsächlich deutlich. Das fällt vor allem bei den verschiedenen Grafikmodi aus, denn hier habt ihr die Möglichkeit zwischen dem Qualitätsmodus und dem Performance-Modus. Beim Qualitätsmodus habt ihr eine Auflösung von 1440p bei 30 Frames pro Sekunde, während ihr beim Performance-Mode 1080p bei 60 Frames pro Sekunde habt. Das hat allerdings auch seinen Preis, denn gerade beim Performance Mode kommen diese aufploppenden Texturen fast ständig. Deswegen würde ich euch empfehlen, entgegen vieler anderer Meinungen sicher, dass ihr mit dem Qualitätsmodus zockt. Natürlich bieten sich Autospiele bei 60 Frames pro Sekunde sehr an, aber ich finde, die Grafikqualität ist wichtiger. Hier seht ihr übrigens beide Modi direkt im Vergleich. Das war's auch schon mit meiner kleinen Review zu Forza Horizon 5 auf der Xbox Series S. Ich habe auf jeden Fall jetzt schon meine Freude mit dem Game und freue mich, euch beim Horizon zu sehen. Macht's gut, bis dann, Peace.